Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Am heutigen Tag waren wir an der Grenze unterwegs und ja, dabei viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen an der... Nein! Oh nee! Wir sind wieder an der Grenze und da ist wieder so eine Scheiße hier unten. Bei diesem Kack. Barfußfahrt. So, wir sind jetzt hier an dem blauen Haus und wir laufen jetzt zu Point Alpha. Tschüss. Jo, mein Bruder dachte sich so, YOLO, das dauert mir viel zu lange, ich renne einfach hin. Ich bin so froh, dass es hier neben diesen Streifen Grenzdingens noch ein Riesenweg gibt. Ich habe in Amerika in Schindlers Liste geguckt. Das ist unangenehm. So, mir ein Grenzturm. Und der andere ist da drüben hinter dem Gittermauer-Dings da. Lass mal rübergehen. So. Hühnchen macht brav seine Arbeit hier festgemacht an der Metallstange. In seinem netten Hundehaus mit Müll davor. Das mit einer Hand. Ich denke, da kannst du so rumgehen. Das ist richtig schief, hier drauf zu laufen. Ist sehr schwer. Ich mache es aber trotzdem, weil ich cool bin. Wir laufen jetzt hier außen rum, um da hin zu... Okay, ich fall hin. Komm. Ja. So, wenn ich jetzt die andere Seite betrete, ist das auf meine eigene Gefahr. Bin schon ganz aufgeregt. Okay, jetzt geht's los. Wow, ich habe die Grenze betreten. Bin so cool. Jo. So übelst warm. Mein Kopf ist so richtig heiß. So nervig. Bisschen Wind weht, aber es kühlt halt den Kopf nicht wirklich ab. Das ist ein bisschen blöd. So, damals wünschte man sich noch früher Weihnachten. Nochmal den Hinweis, falls die Leute es nicht gesehen haben, dass da die Grenze ist. 50 Metern ist die Grenze. Lass mal testen. Ich habe hier 1, 2, 3. Ich bin ja vorhin dieses Steindings hochgeklettert und mir fällt gerade auf, dass ich da so geblutet habe. So, wir sind jetzt wieder draußen und laufen jetzt zum anderen Museum hin. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Der Himmel ist gerade so schön. Sollte halt auch eigentlich irgendwie regnen. Bis jetzt hat es noch nicht geregnet. Ich hoffe, dass es auch nicht regnet, wenn wir noch unterwegs sind. Weil ich habe keine Regenjacke. Weil die ist mir zu klein, deswegen habe ich nur einen Regenschirm und es wird ein bisschen nervig mit Regenschirm. Oder ich werde halt nass.
YOLO, das ist ein Abenteuer. Krass. So, ich war gerade im Museum. Ich bin jetzt wieder draußen, weil wir machen es etappenweise, weil irgendjemand immer auf den Hund aufpassen muss. Deswegen passe ich jetzt auf den Hund auf. Ja, da drin war auch nicht so. Nicht so geil. Die Luft war ziemlich eklig. Gut, hier draußen ist auch nicht viel besser im Prinzip, aber dafür gibt es hier wenig zwischendurch. Ja, das war's. By the way, ich habe rausgefunden jetzt im Museum, wie dieses Weg mit den Löchern, wo Gras rauswächst, heißt. Das ist ein Kolonnenweg mit Fahrspurplatte, Lochbeton. Das war mir gerade ein bisschen zu viel Wind. Und jetzt bin ich in eine windstillere Gegend gegangen. Und jetzt mein Kopf wieder total leise. Manu, Scheiße. Dann kann ich alles haben, oder? Was ist das denn jetzt? Tschüss. Das ist ihre Art, um sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Erstmal ein kleines Päuschen an der Berliner Mauer. Jetzt ein Ratespiel. Was ist das? Für die ganz Schlauen unter euch. Look at those Photoshop skills. Die schwebt auf der Wiese. Armes Kind. Und hier chillen wir. Also, die Bank ist extra zum Transport da, falls man sich mal woanders hinsetzen will. Aber damit die auch gar nicht geklaut wird, ist die natürlich festgekettet. Clever. So eine Bank hätte ich auch gern. So seine eigene Bank, die man einfach überall mit hinziehen kann. Und kann sich überall hinsetzen. Optisch. Eine schöne Aussicht. Da geht es direkt von der Stadt über zu Gärten und dann zum Bergen. So, das war's auch schon wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.